Die tiefste Dimension der Geschichte ist und bleibt die Frage des Leidens. Nietzsche sagt, nicht das Leiden selber sei das Problem, sondern der Sinn des Leidens. Es ist unerträglich zu leiden, ohne dass es eine Frage nach dem Sinn des Leidens gibt. Nietzsche gibt zu, dass das Christentum bzw. die durch das Christentum ausgebildete asketische Ethik, die Nietzsche viel platonischer interpretiert, als man sie von der Bibel her charakterisieren dürfte, dass dieses asketische Ideal dem Leiden bisher einen Sinn gegeben hat. Der asketische Mensch ist ein Mensch, der einen Teil seiner selbst verneinte, um ein Ideal verwirklichen zu können. Die asketische Ethik war ja nichts anderes als die praktische Umsetzung der metaphysischen Weltverdoppelung. Wenn dieses in der Metaphysik gegründete Christentum nun hinfällig geworden ist, dann taucht erneut die Frage auf: Was ist der Sinn des Leidens? Die Menschen können Nietzsche zufolge ohne eine Antwort nach dem Wozu und nach dem Sinn des Leidens nicht leben. Wenn es aber hier keine andere als eine religiös-metaphysische Antwort gibt, dann gibt es auch keinen Grund für den Menschen, die universal gewordene Verantwortung zu übernehmen, die der Mensch nach dem Ende des metaphysischen Gottes übernommen hat. Denn dann ist der Geist der Verantwortung nicht mehr begründbar. Eine Welt, in der die Menschen verantwortungslos oder nicht bereit sind, sich der Verantwortung zu stellen, ist dann aber über kurz oder lang der Selbstzerstörung überantwortet. Angesichts der ökologischen Gefahren brauchen wir nicht so sehr neue Techniken und Ökosteuern. Nein, uns wird eine totale Veränderung unseres Lebens und unserer Lebenseinstellung abverlangt. Eine Menschheit, die angesichts der ökologischen Gefahren nicht entdeckt, dass Askese zur Bedingung der Selbsterhaltung geworden ist, kann nicht die Verantwortung übernehmen, die sie sich nach dem Tode Gottes auferlegt hat. Nietzsche selber kann diese Verantwortung nicht mehr begründen. Er endet in Appellen und in Verzweiflung. Was ist denn die Wahrheit des von Nietzsche inaugurierten nachchristlichen Zeitalters, an der gemessenen Nietzsche berechtigt ist, den christlich-bürgerlichen Kulturzustand als falsch zu bezeichnen? Was heißt es denn, wenn Nietzsche sagt, dass die Kunst und das Leben mehr wert sind als die Wahrheit? Ich glaube, dass Nietzsche auf diese zwei entscheidenden Fragen letzten Endes keine Antwort geben konnte, weil er nicht sagen konnte, was Leben ist. Und was soll auch die nichtchristliche Wahrheit sein, an der gemessen es möglich ist, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden?